Hallo allerseits. Nachdem Falco mich letztes Mal ja gebeten hat, ein paar Bäume zu vergiften, bin ich jetzt sehr gespannt, was er heute von Unter mir verlangt. Uns. Wir könnten das wirklich schaffen. Oh ja, das glaube ich auch. Ich glaube an Rabenfels. Also her mit deinem nächsten Auftrag, mein Guter. Wir müssen unbedingt etwas unternehmen, um die Kolonie besser zu schützen. Auch wenn ich es gern täte, so kann ich mich doch zur Bewachung der Baustelle nicht auf euch allein verlassen. Das ist zu gnädig, ich will das auch gar nicht alleine machen. Wir werden also Wachen anheuern müssen. Ich meine, es wäre gerecht, wenn andere auch Verantwortung übernehmen würden, aber befehlen würde ich es niemandem. Ich will erst einmal sehen, ob sich jemand freiwillig meldet. Fragt herum, ob einer von den Kolonisten vielleicht interessiert wäre. Lasst mich wissen, wenn ihr jemanden findet. Oh, das klingt einfach. Das klingt nach einer Aufgabe, die ich machen kann. Ich soll Kolonisten befragen, ob sie Verantwortung als Wachen übernehmen. Ich weiß gar nicht, ob Wache ein guter Job oder ein schlechter Job ist. Man kann damit sicher nicht so viel Geld verdienen wie mit anderen Berufen. Andererseits könnte es ein relativ entspannter Beruf sein. Vor allem in der neuen Kolonie kann man relativ gut aufsteigen wahrscheinlich. Viel Glück damit. Ich fürchte, dafür melde ich mich nicht freiwillig. Ich habe genug zu tun. Danke. Oh ja. Rabenfels, das Und Juwel von... Es ist natürlich gefährlich. Das vergesse ich natürlich immer. Ich bin ja der Held in einem Computerspiel. Ein weiterer Tag mit Hunderten von Erzhaufen. Ja, ich weiß, hunderte Erzhaufen. Und in Computerspielen ist man ja immer irgendwie bereit zu kämpfen. Also ja, vielleicht ist eine Wache zu sein doch im echten Leben ein harter Job. Vor allem hier. Ja, er will auch nicht. Tut mir leid. Ich kann da auch nichts weiter dran machen. Er liebt mich, ja. Er liebt mich mit 100 von 100. Hey, gute Frau, willst du vielleicht Wache werden hier? Du stehst ja sowieso nur rum und machst sonst auch nichts. Oh, er macht Witze. Warum in aller Welt sollte ich so etwas tun? Bei all diesen großen, starken Männern hier bin ich mir sicher, dass die sich darum kümmern können. Und der Schlafzimmerblick sagt alles. Na, da seid ihr ja wieder. Ich muss schon sagen, ihr seid wahrlich eine der nettesten Personen, die mir je begegnet ist. Oh, darauf dürft ihr euch schon etwas einbilden. Das höre ich immer so gerne. Ja, jetzt habe ich komplett vergessen, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, ich mag die Frau. Ja, die ist ein gut geschriebener NPC. So, du bist doch bestimmt bereit, eine Wache zu werden, richtig? Nein. Oh Gott. Meine Lungen müssen wohl langsam schon so schwarz wie die Felsen sein. Ja, vielleicht ein bisschen Abwechslung. Wache sein. Gut, gehen wir in den einzigen Ort, wo ich hoffe, noch welche zu finden. In die Kneipe. Hey du, willst du Wache werden? Ich frage jeden. Ich kenne da keine Gnade. Oh nein, ich muss mich um Sela kümmern, also ihren Ehemann. Und ich glaube nicht, dass ich wirklich für so eine Sache geeignet bin. Denkt ihr nicht auch? Ich höre eure Worte. Naja, also ich würde mich von dir bewachen lassen. Wenn ich das mal so sagen darf. So, liebe Tavernenwirtin, willst du nicht zufällig... Oh, warte mal. Das machen wir nochmal. Mit Vergnügen, bitte, sprecht nur. Ich bin ganz Ohr. Oh, dir kann ich das gar nicht vorschlagen, okay. Dann habe ich nichts mit dir zu besprechen, gute Frau. Belästige ich dich. Du willst doch sowieso sterben, richtig? Ja, deine Gelenke schmerzen. Du willst nicht zufällig Wache werden? Ich bin ein alter Mann. Ich würde euch nicht von Nutzen sein. So alt, so müde. Oh, das wäre doch perfekt. Du kannst der Hauptmann der Wache werden. Ich meine, die Leute, die dann wirklich die Verantwortung tragen, die müssten ja eher entspannt und weise sein und nicht diese grobschlächtigen Brutalos. Die sollten die Leute sein... Ich komme hier schon wieder nicht durch. Die dann das Ausführen übernehmen. Aber so jemand, so ein alter Mann, der kann ja durchaus Entscheidungen treffen. Ich komme hier schon wieder nicht durch. Was ist denn hier los? Wieso hängen die so tief, diese Teile? Und warum kann ich so ein Ding nicht für meine eigene Wohnung haben? Das wäre so toll. Ihr scheint mir gute Gesellschaft zu sein. Danke. Willst du zufällig Wache werden? Wirklich? Ich muss zugeben, dieser Minenkram ist nicht so ganz meine Sache. Es ist nicht so, dass ich etwas gegen harte Arbeit hätte. Aber es macht mir einfach keinen Spaß. Also habe ich eigentlich nichts zu verlieren, nicht wahr? Sicher, ich werde es versuchen. Sehr gut. Ja, ich meine, ich weiß noch nicht, wie gefährlich das ist, hier Wache zu sein. Ich habe da ja eine verzerrte Perspektive. Okay. Weil ich ja super tolle Ausrüstung habe und mein Leben nur aus Kampf besteht, finde ich das gar nicht mal so schlecht, ein Leben als Wache. Ich gehe jetzt einfach auch mal in die Häuser rein hier. Ach nee, das ist Selas Haus. Ja, da finde ich natürlich niemanden. Der ist ja in der Taverne und klagt über seine schmerzenden Gelenke.
Vielleicht ist aber hier jemand drin. Vielleicht kann ich auch in der Mine nachfragen. Oh, warte mal. Ich gehe nochmal rein. Ich habe vergessen, im Schlafzimmer nachzuschauen. Niemand da. Okay. Tja, kann ich dir jetzt schon sagen, dass ich Erfolg hatte? Unter uns. Wir könnten das wirklich schaffen. Ich habe eine Wache gefunden. Willst du Wache werden? Nee. Ich suche noch. Also ich könnte aufhören mit einer Wache. Ich glaube aber, eine Wache ist viel zu wenig. Ah ja, das ist das Haus des Diebes, was ich eventuell in Besitz nehmen kann. Wer weiß, das ist ein Lagerhaus. Da unten steht nur die Frau, die das Schiff betreut. Okay, gehen wir nochmal hier rein. Wem gehört das? Gida Verutan. Noch nie gehört. Ist auch wie immer niemand daheim, wenn ich das richtig sehe. Ja. Gut, was ist... Ach ja, die Mine. Richtig. Gehen wir aber erst nochmal zum Händler. Vielleicht steht da ja noch jemand rum, den ich bequasseln kann. Du zum Beispiel. Du bist Händler, ich weiß, aber... Willst du das wirklich dein ganzes Leben lang tun? Wäre es nicht viel spannender, in dieser neuen Siedlung hier die Stadtwache zu stellen? Ich gehe mal davon aus, der hat daran kein Interesse. Aber... Ich kann es nicht mal fragen. Okay, aber ich hätte es gefragt. Ich schwör's. Oh, warte mal. Dich konnte ich nach Telvani Käfermoschus fragen. Das macht mich neugierig. Ja, ein teures Parfüm, ich weiß. Ich wollte welches kaufen. Weil den kann man ja immer mal gebrauchen. Hast du zufällig Telvani Käfermoschus? Wenn ja, wie sieht er aus? Und vielleicht finde ich hier doch noch Bittergrünblatt. Ja, das kann ja durchaus sein, dass das Spiel da gelogen hat. Dass es das doch hier gibt. Aber nee, ich sehe keinen Käfermoschus. Ich sehe keine Tränke, die mich interessieren würden. Also mach's gut. Ich komme dann irgendwann wieder, wenn ich was zu verkaufen habe. So, aber jetzt gehe ich in die Mine. Denn die Minenarbeit ist nun wirklich hart. Und als Wache hat man da wahrscheinlich mehr Freizeit. Als Wache steht man mehr rum. Und wo ist die Mine? Da. Da steht man mehr rum und hat wahrscheinlich auch einen gesünderen Arbeitsplatz, wenn es nicht gerade darum geht, dass die Stadt angegriffen wird. Wovon ich jetzt stark ausgehe, weil warum sollte das Spiel mich sonst Wachen sammeln lassen, wenn es hier nicht gleich losgeht? Wenn hier nicht gleich die Kacke am Dampfen ist. So, irgendwo, warte mal, steht hier jemand? Nee. Manchmal kann ich die NPCs nicht wirklich von der Wandtextur unterscheiden. Aber irgendwo, ja, da steht jemand. Du hast doch auch nichts zu tun, richtig? Genau, du bewachst sowieso diesen Raum. Obwohl du das nicht mehr musst. Also willst du das vielleicht offiziell machen und Wache werden? Nein, will er nicht. Schade. Ich dachte, dir könnte ich das vorschlagen. Ja, dich hatte ich wirklich im Auge, mein guter Mann. Ich kann nicht nur mit einer Wache das starten, was auch immer da gleich passiert. Das ist absolut nicht okay. Dann muss ich wohl nochmal zur Eisfalterfeste zurückgehen und da nach Leuten suchen. Es lässt sich wohl nicht vermeiden. Hey du. Du hast doch auch nichts Ordentliches zu tun, oder? Ja, das sind ja interessante Neuigkeiten. Ich habe letztens noch jemandem erzählt, dass man sich vergewissern sollte, dass dieser Ort sicher ist. Es sieht wohl so aus, als ob ich eine Möglichkeit bekäme, meinen Worten auch Taten folgen zu lassen. Was? Ich werde das übernehmen. Sehr gut. So, jetzt habe ich zwei Wachen. Ich denke, wenn ich drei habe, dann bin ich fertig. Das sind die Computerspielregeln. Man muss immer Dreierpärchen finden. So ist es halt. Ich könnte ja den Baumvergifter fragen, ob er Wache machen will. Wenn der noch hier rumsteht. Und vielleicht sind auch die Wurzeln jetzt tot. Nee, sieht nicht so aus. Aber hey, willst du... Nee, dich kann ich auch nicht fragen. Okay. Ich wollte gerade fragen, ob er Wache werden will. Aber nein. Da hat er dann wohl Pech. Der bleibt hauptberuflicher Bäumevergifter. Ja, einen dritten würde ich aber schon ganz gerne finden. Hier drin ist ja niemand gewesen. Wollte ich nur nochmal bestätigt wissen. Vielleicht hat sich ein Abenteuer-Archäologe dahin verirrt. So ein Indiana-Jones-Verschnitt. Den hätte ich dann bestimmt überzeugen können, Wache zu werden. Oh, wo hänge ich denn hier? In der Luft hing ich. Habt ihr das gesehen?
Ja, hier unten ist nichts. Gut, dann benutze ich göttlichen Eingriff und dann fragen wir ein paar von meinen guten kaiserlichen Freunden, die unter Carnius arbeiten. Die sollten ja unzufrieden sein wie Sau. Weil Carnius ist ja ein Arschloch, das kann er kaum verbergen, wenn man länger mit ihm zusammenarbeitet. Was sagtet ihr? Ich sagte, willst du Wache werden, zufällig? Ja, leider ist das nicht die richtige Option hier. Du hast einen Namen. Was? Du bist mit einer Mondzuckeruntersuchung beschäftigt. Ich hoffe, du nimmst das Zeug nicht. Erzähl mir mehr davon. Ihr seid neu in der Eisfalterfestung, deshalb glaube ich, ihr wisst es noch nicht. Naja, so neu bin ich hier nicht. Während der letzten paar Monate wurden mehrere Leute auf Solstheim vergiftet. Mit Mondzucker. Jemand hat ihn in ihr Essen und in ihren Wein geschüttet. Man wird vorübergehend euphorisch und ist dann total erschöpft. Das ist ja fürchterlich, dieses Schicksal. Ich soll den Schuldigen finden und ihn vor Gericht bringen. Vor kurzem wurde unser Kultpriester Jelen vergiftet. Es handelt sich also nun offiziell um eine Angelegenheit des Kaiserreichs. Ja, ich bin ja der Chef der Kaiserlichen Legion. Ich weiß nicht, ob du das weißt, meine gute Frau. Also ist das auch meine Angelegenheit. Wenn es nur Einheimische treffen würde, dann würde sich das Kaiserreich nicht rühren. Ja. Aber nun ist einer von uns das Opfer. Letzte Woche hat unser Kultpriester nach einem Kelch Wein einen Mondzuckerrausch. Ich habe nicht die Leute, um mich darum zu kümmern, aber mein Vorgesetzter wird schon ungeduldig. Der Schuldige soll mit dem Leben bezahlen. Ich bitte euch als treues Mitglied der Legion, Chef der Legion bitte, diesen Verbrecher seiner gerechten Strafe zuzuführen. Was sagt ihr dazu? Werdet ihr mir und dem Kaiserreich dienen? Ich werde dir helfen, meine gute Untergebene. Ja, das werde ich. Ausgezeichnet, ihr macht der Kaiserlichen Legion Ehre, Alastor. Ich befehle euch hiermit, den Mann zu töten, der die Mondzuckervergiftungen auf dem Gewissen hat. Unser Priester Jelen, das bisher letzte Opfer, hat den Täter flüchtig gesehen. Es war ein Mann, der einen einzigartigen weißen, kolovianischen Fellhelm trug. Bringt mir diesen Helm, damit ich weiß, dass er seine gerechte Strafe erhalten hat, fragt Jelen im Schrein aber lieber noch einmal, bevor ihr losgeht. Vielleicht hat er noch weitere Hinweise. Ich denke ja, dass das Onkel Schleckermaul war. Den haben wir ja getroffen, der kocht mit Mondzucker, irgendwo im Norden. Da bin ich ja mal über seine Hütte gestolpert und ich glaube, der war's. Wer soll's sonst gewesen sein? Hey du, willst du Wache werden in Rabenfels, zufällig? Nee, kann ich euch wohl nicht fragen. Gut, dann suche ich mir jetzt die Kapelle. Ja, Schrein des kaiserlichen Kultes, such mir diesen Vergifteten. Ich nehme an, es ist ein ernstes Problem. Weil man darf, selbst bei harmlosen Drogen, darf man niemandem Drogen geben, ohne dass der es vorher weiß. Das ist ultra-arschlochmäßiges Verhalten und auch potenziell gefährlich. Ich grüße euch. Wir können sprechen, wenn ihr möchtet. Ja, ich möchte. Über die Mondzuckeruntersuchung. Ja, auch ich war berauscht vom Mondzucker. Letzte Woche nach einer Messe des Kults wollte ich noch ein wenig Wein trinken, als ich plötzlich merkte, dass etwas nicht stimmte. Ich bin ein gesetzestreuer Mann und habe nie zuvor eine derartige Freizügigkeit erlebt. Gelächter, Tanzerei, schrecklich. Als ich dann einschlummerte, sah ich ihn. Ein sonderbarer Mann, alt und gebrechlich, ganz sicher kein Nord. Er trug einen weißen, kolovianischen Fellhelm, aber noch sonderbarer war sein verrücktes Lied. Es ist ziemlich beschämend. Ich stand stark unter dem Einfluss des Mondzuckers und ich weiß nicht einmal, ob ich meinen eigenen Erinnerungen trauen kann. Aber gut, ich vernahm Gesang. Es hörte sich sehr seltsam an, eher wie ein Wiegenlied. Etwas, das man einem Kind vorsingen würde. Vielleicht. Ich habe nur wenig verstanden. Irgendetwas über eine Werkstatt im Schnee und leuchtende Laternen. Und irgendwas mit Süßigkeiten. Oh ja, es ist Onkel Schleckermaul. Oh ja, und da waren eine Menge Hehes und Hahahos. Es ist alles so absurd, ich weiß. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, wo ich hin muss. Hallo. Willst du Wache werden? Du hast auf jeden Fall die Haltung einer Wache. Du bist doch ordentlich groß, meine Gute. Also, willst du Wache werden? Nee, kann ich dich nicht fragen. Na gut. Aber weitermachen. Die ist echt groß, oder? Die ist größer wie ich. Ganze Ecke sogar. Ja, flache Schuhe auch noch dazu. Also in High Heels bist du den ganzen Kopf größer wie ich. Naja.
Hätte ich jetzt nichts dagegen. Ist dann eher das Problem der Frauen. So. Wollen wir mal schauen. Onkel Schleckermaul, der ist ja, glaube ich, irgendwo in der Richtung da. Ja, hier so. Und ich bin gerade hier. Also das ist eine ganze Ecke weit weg. Ich habe allerdings auch noch diese Schneeelfen-Quest, aber die ist, glaube ich, irgendwo hier zu erfüllen. Das habe ich auch nachgeschlagen. Und ich kann mich daran erinnern, es ist nördlich von Rabenfels. Und ich weiß nämlich nicht, wie man sonst herausfindet, wo man für die Quest hin muss. Wenn ihr euch erinnert, ich habe in Rabenfels eine Schneeelfen-Quest angenommen, wo ich nach Beweisen für Schneeelfen suchen soll. Und ich glaube, hier gibt es irgendwo ein Grabmal. Also werde ich jetzt erstmal Onkel Schleckermaul hier oben suchen und ihn zur Rede stellen, was er sich denn dabei denkt, und ihn dann eventuell auch umbringen. Onkel Schleckermaul will allen nur Freude bereiten, drum auf zur Werkstatt, das will ich meinen, wo all die schönen Lampen scheinen. Hi, 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 ha, 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 ho, 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 ho. Immer noch gut, aber hey, Onkel Schleckermaul, weggucken hilft dir nicht, ich will dich zur Rede stellen. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Diese Servina Gratius ist wirklich griesgrämig. Vielleicht sollte ich sie demnächst besuchen. Denn das ist meine Passion, Alastor. Ich besuche die Mühseligen und Beladenen und beschere ihnen Glücksgefühle. Das ist Onkel Schleckermauls Lebensinhalt. Und dieser Jelen ist ein ganz besonders trauriger Junge. Seine wahre Liebe ist verschwunden, nicht wahr? Wirklich traurig. Darum habe ich ihm etwas vorgesungen, Alastor. Er brauchte ein kleines Extra. Etwas Besonderes. Zucker und ein Liedchen. Das heilt alles. Ja, wärst du bereit, damit aufzuhören? Genau, versprecht, dass ihr keinen mehr vergiftet und ich werde euch verschonen. Gebt mir einfach euren weißen Helm und ich bringe ihn dieser griesgrämigen Frau als Beweis deines Todes. Denn er ist ja nur ein verrückter alter Mann, er wollte nichts Böses damit. Und ja, ich lasse ihn gehen. Eigentlich sollte man das zwar nicht machen, aber ich habe ein weiches Herz für diesen singenden Kerl. Der Helm war besser, ja, wirklich. Meinen Helm soll ich euch geben und meinen Zucker nicht mehr verteilen? Betrüblich, zutiefst betrüblich. Du kannst ihn ja selbst nehmen. Das steht dir jederzeit frei. Aber ihr werdet mich am Leben lassen? Ich liebe das Leben, Alastor. Na gut, abgemacht. Hier ist mein weißer Helm und ich verspreche euch, dass ich nie mehr süße Freude verteile. Ich werde mein Zuckerwerk ganz allein essen. Das ist doch nicht schlimm, oder? Nee, das finde ich nicht schlimm. Jeder kann selbst machen, was er will. Eine gute Skooma-Pfeife. Er ist sogar ein Skooma-Raucher mit Kultur. Und ich glaube, ich habe auch gerade das Hügelgrab gefunden hier oben, wo ich Beweise für die Existenz der Schneeelfen finde. Das Yolgai-Hügelgrab. Ich bin mir mit dem Namen nicht sicher, aber von der Position her glaube ich, ist es das Richtige. Also gehen wir da einfach mal rein und erkunden es. Oh ja, da liegt ein Buch. Das sieht schon mal gut aus. Bücher sind gut, da stehen nämlich Dinge drin und oh, ein Zombiehund. Hallo Zombiehund. Ein Knochenwolf. Das ist natürlich auch ein guter Name. Knochenwolf. Wow. Noch irgendjemand, der eins auf die 12 will? Weil wenn nicht, dann schauen wir uns den Untergang der Schneeprinzen an. Oder des Schneeprinzen. Eine Beschreibung der Schlacht von Mösring, wie sie von Lockheim, dem Chronisten des Häuptlings Ingjald Weißauge, aufgezeichnet wurde. Schauen wir mal rein. Woher er kam, wussten wir nicht, aber er kam auf einem herrlichen Ross von strahlendstem Weiß in die Schlacht geritten. Elf nannten wir ihn, denn er war ein Elf, doch anders als alle seiner Art, die wir an diesem Tag gesehen hatten. Sein Speer und seine Rüstung leuchteten furchtbar und grell im Glanze unbekannter Magie. Und so geschmückt schien dieser Reiter mehr Geistwesen als Krieger. Was uns in jenem Moment am meisten beunruhigte, nein, Furcht einflößte, war der Schrei, der sich aus den Reihen der Elfen erhob. Es war nicht Furcht, nicht Verwunderung, sondern eine ungehaltene und grenzenlose Freude. Die Art von Glückseligkeit, die einen Verurteilten befällt, dem eine zweite Chance zu leben gewährt wurde. Oder jemand, dem Onkel Schleckermaul was in seinen Wein getan hat. Das ist die zweite Option, die ihr hier vergessen habt. Denn zu diesem Zeitpunkt waren die Elfen derart geschlagen und dem Tod nahe, wie sie es während all der Kämpfe auf Solzheim noch nie gewesen waren. Die Schlacht von Mösring sollte die letzte Entscheidung zwischen Nord und Elfen auf unserer schönen Insel bringen. Angeführt von Iskramor hatten wir die elfische Plage aus Himmelsrand vertrieben und waren entschlossen, auch Solzheim von ihrer Art zu säubern. Ethnische Säuberung. Das klingt aber nicht besonders nett. Na, so ist die Geschichte halt.
Unsere Krieger, bewaffnet mit den besten Schwertern und Äxten nordischer Handwerkskunst, schlugen große Schneisen durch die Reihen der Feinde. Die Hänge der Mursringberge waren rot vom Blute der Elfen. Warum also sollte unser Feind in Freude ausbrechen? Konnte ein einzelner Reiter einer so verzweifelten Armee neue Hoffnung bringen? Vielleicht war er ja ein Spartaner. Die meisten von uns erfassten den Sinn des Schreis, doch die Worte waren eine Litanei von elfischen Gesängen und Ausrufen. Jedoch gab es auf unserer Seite auch einige, die Gelehrten und Chronisten, welche die Worte sehr wohl verstanden und ob ihrer Bedeutung erzitterten. Der Schneeprinz ist gekommen. Das Ende ist nah. Oh. Da bin ich jetzt gespannt, wie das ausgeht. Der Text ist ja noch relativ lang. Eine große Ruhe überkam nun die noch lebenden Elfen. Durch ihre Massen ritt der Schneeprinz. Und wie ein Langboot das eisige Wasser des Fjalding durchschneidet, so glitt er durch die Reihen seiner Brüder. Das prächtige weiße Ross verlangsamte sich zu einem Galopp. Was? Wie schnell war denn das vorher? Ich dachte, Galopp wäre der höchste Gang, den ein Pferd hat. Dann zu einem Trab und der unbekannte Elfenritter bewegte sich in einer langsamen, beinahe geisterhaften Geschwindigkeit an die vorderste Frontreihe. Ein Krieger der Nord bekommt in einem Leben voller Blutvergießen und Schlachtenvieh zu sehen und lässt sich selten von irgendetwas überraschen, das der bewaffnete Kampf mit sich bringen mag. Aber nur wenige von uns, die an jenem Tag dabei waren, hätten sich das Erstaunen und die unruhige Spannung des tosenden Schlachtfeldes vorstellen können, das plötzlich innehielt und verstummte. Dies war der Effekt, den der Schneeprinz auf uns alle hatte. Denn als die Freudenschreie der Elfen versiegt waren, blieb eine Ruhe übrig, wie man sie nur aus der Einsamkeit des Schlummerns kennt. Es war in jenem Moment, dass unsere beiden Heerscharen, Elfen und Nord, gleichermaßen in einer furchtbaren Erkenntnis vereint waren. Sieg oder Niederlage bedeuteten an diesem Tag an den Hängen der Mursringberge nur wenig. Oder Mösringberge. Die Wahrheit, die wir alle teilten, war, dass der Tod zu vielen von uns kommen würde. Zu Siegern und Besiegten gleichermaßen. Der glorreiche Schneeprinz, ein Elf, anders als alle anderen, war an diesem Tag gekommen, um uns den Tod zu bringen. Und den Tod brachte er. Ach du heilige Scheiße. Das muss ein toller Kerl gewesen sein. Ich würde ihn gern treffen und umbringen. Wie die plötzliche wilde Böe eines Schneesturms, die den Reisenden erblinden lässt und die Grundfesten des stabilsten Gebäudes einzureißen droht, fegte der Schneeprinz durch die Schar unserer Krieger. Und tatsächlich, das Eis und der Schnee begannen um den Elfen herum zu wirbeln und zu peitschen, als gehorchten sie seinem Willen. Sein leuchtender Speer sang all denen ein Klagelied, die im Weg des Schneeprinzen standen, und unsere Mächtigsten fielen an jenem Tag vor ihm. Das werde ich massakrieren, diesen Namen hier. Ulfgi Ambossfaust, Strom der Weiße, Freider Eichenstab, Heimdall der Rasende, sie alle lagen tot am Fuße der Mösringberge. Zum ersten Mal an diesem Tag schien es, als hätte sich das Blatt der Schlacht tatsächlich gewendet. Die Elfen, von den Taten des Schneeprinzen angespornt, sammelten sich für einen letzten Sturm auf unsere Reihen. Es war genau da, in einem einzigen Augenblick, dass die Schlacht von Mösring zu einem plötzlichen und unerwarteten Ende kam. Finna, die Tochter Jofriors, ein Mädchen von nur 12 Jahren und Waffenträgerin ihrer Mutter, sah zu, wie der Schneeprinz ihren einzigen Elternteil erschlug. Also ihrer Mutter, nehme ich an. In ihrer Wut und ihrer Gram hob Finna Jofrios Schwert auf und schleuderte es wild auf den Mörder ihrer Mutter. Als es den Elfen, funkelnder Speer, in seinen todbringenden Tanz stoppte, legte sich eine Stille über das Schlachtfeld und alle Augen richteten sich auf den Schneeprinzen. Niemand war an jenem Tag mehr als der Elf selbst über den Anblick erstaunt, der sich ihnen allen bot. Denn der Elf saß noch immer auf seinem Ross, mit dem Schwert, der Jofrior tief in seiner Brust. Und dann fiel er, von seinem Pferd, aus der Schlacht, aus dem Leben. Der Schneeprinz lag tot da, erschlagen von einem Kind. Hey! Das gefällt mir, egal was für ein mächtiges Symbol du bist, egal wie toll es ist, wenn du deiner Armee Moral bringst durch dein Erscheinen, egal wie viele Helden du besiegst, du kannst immer von einem unglücklich geworfenen Schwert umgebracht werden. Irgendwann hat man halt Pech. Und dann stirbt selbst das tollste Symbol.
Jetzt, wo ihr Retter besiegt war, versiegte der Kampfgeist der verbleibenden Elfenkrieger schnell. Viele flüchteten, und jene, die auf dem Schlachtfeld blieben, wurden schon bald von unseren Breitäxten niedergestreckt. Als der Tag sich dem Ende zuneigte, waren die blutigen Reste auf dem Schlachtfeld das Einzige, was geblieben war. Und von dem Schlachtfeld kam eine vage Erinnerung an Tapferkeit und Geschick, denn die glänzende Rüstung und der leuchtende Speer des Elfenkönigs strahlten immer noch. Selbst im Tode erfüllte uns dieser mächtige und unbekannte Elf mit Ehrfurcht. Es ist bei uns üblich, die Leichen unserer gefallenen Feinde zu verbrennen. Das ist genauso sehr Notwendigkeit wie Brauch, denn der Tod bringt Krankheit und Schrecken mit sich. Unsere Häuptlinge wollten Solzheim von der Elfenhorde säubern, im Tode genauso wie im Leben. Es wurde jedoch beschlossen, dass dies nicht das Schicksal des Schneeprinzen sein sollte. Einer, der im Krieg so mächtig war und von den Seinen so geliebt wurde, verdiente eine bessere Behandlung. Selbst im Tode, denn als Feind unseres Volkes. Selbst im Tode. Selbst als Feind unseres Volkes. Und so brachten wir den Leichnam des Schneeprinzen, in feine Seide gehüllt, zu einem frisch angelegten Hügelgrab. Seine glänzende Rüstung und der strahlende Speer wurden auf ein Ehrenpodest gelegt. Und das Grab wurde mit Schätzen gefüllt, die einer Person königlichen Geblüts angemessen waren. Alle mächtigen Häuptlinge waren mit diesem Vorgehen einverstanden. Sein Körper würde im Hügelgrab so lange erhalten bleiben, wie es der Zeit gefiel. Aber ihm würde nicht der Schutz unseres Stahlrems gewährt werden, der den Nord allein vorbehalten war. So endet dieser Bericht über die Schlacht von Mösring und den Fall des großen Schneeprinzen der Elfen. Mögen unsere Götter ihn im Tode ehren und mögen wir seiner Art im Leben nie wieder begegnen. Nehme ich mit! Genauso wie das... den Speer. Der... relativ schlecht aussieht, wenn ich das mal so sagen darf. Und dem Kyras, ja klar, oder warte mal. Soll ich die komplette Rüstung mitnehmen? Das ist ziemlich viel. Mal sehen, was mein Tagebuch sagt. Ja, ich soll das Buch zu ihm bringen, okay. Ich nehme einfach mal alles mit. Komplette Rüstung nehme ich mit und den Speer nehme ich auch mit. Ich würde sie ja sogar... Nee, ich ziehe sie nicht an. Das ist zu aufwendig. So, schauen wir nochmal, ob hier noch irgendwas zusätzlich drin ist. Weil wenn nicht, dann gebe ich jetzt die Onkel Mondzucker Quest ab. Die Onkel Schleckermaul Quest. Ja, hier ist sonst nichts mehr. Keine Truhe, kein Stahlrimm, wie er das Buch auch verraten hat. Also zurück zur Kapelle. Beziehungsweise zur guten, griesgrämigen Frau. Hallo. Ihr scheint mir gute Gesellschaft zu sein. Ich finde es auch nicht schlimm, dass ich ihn nicht umgebracht habe, denn die Frau hat mir gar nichts zu befehlen. Ja, das fiel mir gerade erst jetzt ein. Natürlich darf ich mich entscheiden, den Mann zu schonen. Denn schließlich bin ich technisch gesehen ihre Vorgesetzte. Alastor, täuschen mich meine Augen oder ist das tatsächlich ein weißer kolovianischer Fellhelm? Dann ist die Tat vollbracht. Dem Mondzuckergiftmischer ist das Handwerk gelegt. Ausgezeichnete Arbeit. Ihr habt mir, der Legion und dem Kaiserreich einen großen Dienst erwiesen. Nehmt dieses Gold zum Lohn. Zum Zeichen meiner persönlichen Dankbarkeit möchte ich euch noch eine Belohnung geben. Dieses Kurzschwert hat mir gut gedient. Seine Verzauberungen werden euch helfen, Beistand im Kampf zu finden. Oh, danke. Schauen wir uns das doch mal an. Severinas Kaiservolk Kurzschwert. Oh ja, das ermutigt mich. Ich wollte schon immer mal ein Kurzschwert haben. Oh ja, das sieht auch noch gut aus. Ich finde schon, ja. Zack, bumm. Stech, stech, stech. Metzel, metzel, metzel. Können wir mal benutzen. Warum nicht? Das einzige Problem mit dem Kurzschwert ist, dass ich fürchterlich schlecht mit dem Kurzschwert umgehen kann. Also den Kampf hier verliere ich jetzt, wenn es so weitergeht. Und das nur, weil die gute Frau... Warte mal, hast du gerade einen Heiltrank genommen, du böse Bitch? Ja? Du böse Bitch. Ich verliere jetzt die Kontenance, wenn das hier so weitergeht. Ja, die hat einen Heiltrank genommen. Ich habe ungelogen mehrere Minuten auf sie eingeschlagen. Warte mal, ich hole mal meine richtige Waffe raus. Und schon ist sie tot. So soll das sein. So ist das geplant. Danke für deine Sonde. Dafür habe ich gerade meinen dritten Freiwilligen gefunden. Garnas Uvalen. Auf dem Weg zur Kneipe habe ich ihn gefunden. Wunderschön.
Jetzt habe ich 3 Wachen oder 3 Freiwillige, die gerne Wache wären. Das reicht mir, glaube ich. Ich denke, 3 ist wirklich die magische Zahl, wie ich vorhin schon gesagt habe. Aber zuerst geben wir mal dem Schneeelfen, beziehungsweise dem Hochelfen, die Schneeelfen-Quest ab. Aber bevor ich das mache, habe ich mich doch nochmal schnell umgezogen, damit ich euch die Rüstung des Schneeelfen zeigen kann mit dem Speer des Schneeelfen. So sah der also damals aus, als er auf seinem weißen Ross in die Schlacht geritten ist und er hat ganz mächtig zugestoßen, denke ich. Ja, ich trage leider zu viel bei mir. Aber das können wir in Ordnung bringen, indem ich einfach schnell lade. Und diesmal geben wir die Rüstung ab, ohne sie anzufassen. Hey du, warte mal auf mich. Es ist mir wirklich eine Ehre. Ich fand eine alte Rüstung und einen Speer, außerdem ein Buch. Es heißt Der Fall des Schneeprinzen und scheint ein Unikat zu sein. Der Untergang des Schneeprinzen, sagt ihr? Faszinierend. Zeigt her. Ja, ja, wunderbar. Bei meinen Falmaan, es ist euch gelungen, Alastor. Die Berichte in diesem Buch sind erstaunlich. Von wegen Rieglinge. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie der Schneeprinz kein Falmer sein konnte. Wunderbar, wunderbar. Ihr macht den Forschern auf der ganzen Welt Ehre, Alastor. Hier sind die versprochenen Draken und habt nochmals Dank. Oh, 800 Draken. Na gut, jetzt habe ich 1000 insgesamt von dir. Das ist okay. Nicht wirklich wichtig, aber okay. So, da ich jetzt auch 3 Wachen habe, gehen wir wie gesagt zu Falco. Ich denke, das reicht. Ich hoffe, das reicht. Also wenn 3 Wachen nicht reichen, dann weiß ich es auch nicht. Seid ihr fertig oder wollt ihr weiter nach Kolonisten suchen? Ich bin fertig. 3 Wachen sind erstmal okay. Gut, wer steht zur Verfügung? Arthur Flaccus, Gratian Carellius und Garnas Uvalen. 3 von ihnen haben sich freiwillig gemeldet. Ausgezeichnet. Ich werde mich darum kümmern, dass sie mit angemessener Ausrüstung ausgestattet werden. Ich danke euch für eure Hilfe, Alastor. Ja, ich bin stets gern zu Diensten, Falco. Das wird einige Tage in Anspruch nehmen, das Ausrüsten. Na gut. Ich hab Zeit. Die Festung oder der Rabenfels kann gedeihen. Ist ja noch keine Festung, nur weil es jetzt Wachen hat. Also gut. Haben wir ein paar Quests erledigt, 3 Stück sogar diesmal. Das ist gar nicht schlecht. Also verziehe ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.